10 bitches, und ich mach sie alle drunk. 10 Ketten, und ich hab sie alle an. Der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches, und ich mach sie alle drunk. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir können nichts anfassen hier, bevor wir den gebührenden Respekt erwiesen haben an den Squad. Notification, Gang, Check, we lit! Chase the money, chase the money. Ich verkaufe in der Trap das Weed und gibt es Beef, dann schieße ich scharf, so wie Texas Pete. Zur Erklärung, Texas Pete, ein Cowboy, schießen, scharf, Hot Sauce. Und das kochen wir jetzt nochmal auf, in unseren Slurry, also die Mischung aus Wasser und Maisstärke oder Kartoffelstärke könnt ihr auch verwenden und dicken das Ganze ein. Pause. Chase the money, chase the money. Das ist außen crispy, innen moist. Das ist krank sick, meine Freunde. Paprika. Etwa im Verhältnis 1:1 griechischer Joghurt und Mayonnaise. Ich würde ein bisschen mehr Joghurt als Mayonnaise nehmen. Also etwa, sagen wir, nehmen wir 120 Gramm griechischen Joghurt und etwa 80-90 Gramm Mayonnaise miteinander vermengen. Füge noch ein klein wenig griechischen Joghurt hinzu. Das heißt, wir sind eigentlich vom Verhältnis schon so Pi mal Daumen etwas mehr griechischer Joghurt als Mayonnaise. Deckel drauf. White Sauce in meinem Mund. Pause. Schmeckt sehr lecker. Chase the money, chase the money. Und vertraut mir, wenn ich sage, dass ihr aus diesen ausgekochten Slices noch den letzten Flavor raus squeezed. Ihr hättet gern wohl was davon, aber sorry, das ist mein Food, aber ihr könnt es ja gerne nachkochen. Ah, ich bin so high. Joke. Oh, damn! Ich habe die geheime Zutat vergessen. Fuck, aber kein Problem, ich kann es noch ausbessern. Die Secret Ingredient ist MSG. Ich meine nicht mit MSG, nicht Madison Square Garden, wo die New York Knicks spielen, sondern hier Monosodium Glutamat. Ein paar Leute werden mich vielleicht dafür haten, aber hey, ich mache es doch einfach nur so, wie es üblich ist in den chinesischen Restaurants. Monosodium Glutamat MSG. Das kann man vielen Soßen hinzufügen. Check das mal aus, es sorgt für diesen gewissen Geschmack, den man auch nennt Umami. Umami. Und wenn ich im Club bin und ich sehe eine nice Bitch, dann sage ich Umami. Wow, das sieht ja jetzt schon, damn, einfach amazing aus. Sick, krank sick, meine Freunde. Wow. Bärenstark. Komm mal her mit der Cam. Sheesh. Der Backteig umschließt das Chicken, was marinated wurde und aus diesem Grund super juicy und moist ist. Die Buttermilch sorgt dafür, dass das Chicken schön moist und juicy wird. Und sie sind berühmt für die White Sauce. Pause. Yiddie. No plug. Ich verkaufe in der Trap das Weed. Und ich schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Get it? Schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Hot Sauce, scharf, Texas Pete. Double Entendre, don't ask me how. Sweat. Die White Sauce wird dann drüber gespritzt. Pause. Zuerst ganz langsam. Gefried in the pan mit zweimal fryen, two times und jetzt dippe ich es in die Sauce. Dip, ich fude das Chicken und dip. Damn, shit, wow. Und ab irgendeinem Zeitpunkt könnt ihr es dann nicht nur so folden, sondern auch komplett wenden. Ist der Zeitpunkt schon erreicht? Zu flüssig noch. Der Zeitpunkt ist noch nicht erreicht, wo wir es wenden. Drum schieben und folden wir da einfach noch herum. Wie in der Hotel-Kitchen
vom Luxushotel, wo Soldier Boy in the Suite chillt mit seinen Homeboys, die Backwoods smoked und sich denkt, oh man, I'm getting hungry. Und Room Service bestellt er dann Big Draco Breakfast. Draco! Jetzt ist es Zeit, den frischen Basilikum zu adden. Und zwar stacke ich die Basilikumblätter, so wie ich mein Money stacke, so wie die grünen Scheine. Oder die lila Scheine, in diesem Fall sind es grüne Scheine, grüne Basilikum Scheine. Und ich mache es mit einer Schnittart, die man nennt Chiffonado Style, Chiffonado Art. Das ist eine dünne Art, Kräuter zu schneiden. Das ist ein echtes Mafia-Gericht. Das essen Leute wie Donny Brasco, Tony Soprano, Tony Maroni, egal wer, echte Mafia-Bosse, wie auch euer Don hier, Don Money, YSL No Plug. Ich ziehe das an, wenn ich ins Stripclub gehe oder wenn ich irgendwo dressed up sein will, swaggy. Ihr wisst, ihr kennt die Vibes, die Farben, die poppen richtig, colorful, richtig stupid fruity. Wow! Wir sprinkeln diese Secret Ingredient drüber, wie so kleine Crack Rocks in der Trap. Give it a stir, also whip das noch einmal. Whip it up! MSG! Okay, swag. Ah, ich bin so high. Ja, joke. Macht ja nie eine Eierschale da rein. Ich bin da jemand, der extrem auf sowas achtet, weil ich möchte nicht in einem Restaurant, in einem Hotel frühstücken und eine Eierschale haben. Das wird nie passieren. Solange Chef Moneyboy für euch kocht, werdet ihr nie eine Eierschale in eurem Gericht haben. Dafür garantiere ich mit meiner Ehre. Sodele, wir haben hier einen wunderbaren Backteig für unser Chicken. Guck, wie thick der ist. Thick wie eine nice bitch. Chase the money, chase the money. Und 100 Milliliter Ketchup, Tomatenketchup oder wie man auch sagt, Katsup. Echte Diamanten in meinen Ohren. 7000 Euro pro Ohr. 14.000 Euro für ein paar von diesen Diamanten. Icebox Atlanta, Shoutout an meinen Jeweler. Wow! In einer Hotelküche, Soldier Boy bestellt von oben von seiner Suite das Frühstück und ich denke mir, okay, ich will jetzt alles machen, um Soldier Boy zu befriedigen. No homo. Und dann wird es nice und creamy, so wie Soldier Boys Favorite. Er sagt ja in der IG-Story, Oatmeal, my favorite. My favorite, Oatmeal. Ah, ich bin so high. Ja, joke. Diese Sendung wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Ajinomoto Umami Seasoning. Joke. Oh. Deckel drauf. Chase the money, chase the money. Ich habe hier alles ready, meinen geriebenen Parmesan, die passierten Tomaten, die Eier. Bam, 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 so kann ich schnell agieren in der Küche. Blood Gang, suhu. Hier habe ich frisch geriebenen Parmigiano, Parmesan. Bisschen rein und wenn ihr glaubt, das ist genug, dann geht noch ein bisschen hinzu. Deckel drauf. Schön gelb, langsam gegart, so wird es super fluffy. Fluffy, puffy, scrambled egg. Leg dich ins Zeug, Beasy, leg dich ins Zeug. Das ist die perfekte Pfanne für diesen Zweck und die perfekte Pfanne für diesen Swag. Chase the money, chase the money. Der Bacon ist am Poppen. Fast wie Popcorn. Popcorn Bacon. Ah, ich bin so high. Ja, joke. Hört ihr den Crunch? Mmm. Das White Meat. Chase the money, chase the money. Das lieben alle Swaggy Rapper, also Soldier Boy und ich. Ab in den Freezer! Wir rollen wieder zur Abwechslung, aber mal keinen Joint oder keine Backwood, sondern Meatballs. Muskatnuss. Wow! Ich liebe diesen Shit. Sheesh. Yo, wir sind hier zwar bei YouTube, aber das hier ist ein Movie. Leg dich ins Zeug, Beasy, leg dich ins Zeug. Ready marinated chicken aus dem Gefrierschrank. Cheer, Punk.
Ah, ich bin so high. Ja, Joke. Callt euren Homie, nehmt eure Freundinnen mit. Alle Bad Bitches, Trap Hitters, Swag Wiggers. Muskatnuss. Das war's von mir, das war's von hier. Bis zum nächsten Mal. Swag.